Wir haben den 29.08.2011. Ich habe heute Urlaub, weil es Schützenfest ist. War schwer in Gange waren und wollte doch ja noch ein bisschen was Nützliches tun. Außer das sonst übliche Rumgesaufe beim Schützenfest. Und habe mich mit meiner neuesten Errungenschaft befasst. Die von Fossi gekaufte MZ125, Baujahr 1960, war komplett auseinandergebaut. Ich habe das Gröbste erstmal wieder zusammengebaut, was man braucht, damit die Karre vielleicht läuft oder fährt oder dass der Motor zumindest erstmal läuft. Habe die Elektrik notdürftig angeklemmt, nur die wichtigsten Sachen von der Zündung. Die üblichen Reinigungsmaßnahmen, Tank, Vergaser, Benzinhahn, kennt man ja alles schon. Tja, und dann habe ich dieses Wunderwerk der Technik heute tatsächlich zum Laufen gekriegt. Man muss ein paar Mal treten, aber ansonsten springt sie eigentlich ganz gut an. Ich bin da äußerst zuversichtlich. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. So, dann geht's mal los. Man muss die Maschinerie hier noch selber unter Strom setzen, weil die ohne Batterie nicht anspringt. Sprithahn ist auf, scheint jetzt auch dicht zu sein, hat die mal vorhin schon getropft hat. So, gehen wir mal unser Schalterstellung 2, mal kurz kontrollieren. Ja, wollen wir mal gucken, was passiert. Das war ja schon nicht schlecht. Leichte Rückschlaggefahr. Bam, 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 bam. Da läuft die alte Honecker Harley. Dang, 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 dang. Auf allerhand dran zu machen. So, dann will ich mal langsam ausmachen, bevor ich hier mit Vergiftung tot umfalle. So, MZ die zweite. Wir haben hier den 29.08.